Hey meine Lieben, was geht ab? Wir sind die Fubras und willkommen zu einem neuen Guide des Abgrund-Dungeons. Heute nehmen wir nämlich die Halle des verdrehten Kriegsherrn genauer unter die Lupe und erklären euch die Strategie und wie ihr diese Stage erfolgreich abschließen könnt. Die Abgrund-Dungeons haben nämlich viele Mechaniken, die euch komplett überfordern könnten, wenn ihr wirklich nicht wisst, was zu tun ist. Aber dafür ist dieser Guide ja da. Also, viel Spaß! Fangen wir aber mit der Vorbereitung an. Die Halle des verdrehten Kriegsherrn ist die erste Etappe des Palastes des Phantoms und erfordert eine Gegenstandsstufe von 460 oder höher, um überhaupt hineinzugelangen. Vergesst nicht, eure TP-Tränke und eure Granaten mitzunehmen. Wir empfehlen euch hier die Wirbelwind- und die Lehmgranaten, da die Bosse in diesem Abgrund einen hohen Stagger-Check besitzen. Was das ist, das erzählen wir euch gleich. Schauen wir uns aber zuerst mal den ersten Boss an und das wären einmal der große Turm und der kleine Läufer in der Mitte der Arena. Sobald der Lebensbalken des Läufers die 8 erreicht hat, stößt er eine gewaltige Schockwelle aus und beginnt die Wipe-Phase. In diesem Fall bekommen alle 4 Spieler jeweils einen Fadenkreuz über ihren Kopf, woraufhin 3 von diesen 4 wieder sofort erlöschen. Danach erhalten genau diese 3 Spieler eine lila Aura um sich herum und sollten bestmöglichst genügend Abstand voneinander halten, denn ihr könntet eure Kameraden damit wegstoßen, wenn die natürlich diesen Kreis berühren. Denn seid ihr derjenige, der immer noch das Fadenkreuz über den Kopf hat, müsst ihr euch sofort hinter dem Läufer verstecken, denn ihr werdet gleich von einer riesigen Schattenkugel des Turms beschossen. Und wenn ihr von euren Kameraden hin und her geschubst werdet und nicht in Position geht, ist es natürlich kontraproduktiv. Positioniert euch also daher so, dass der Läufer genau zwischen euch und dem Turm in einer geraden Linie steht, damit der Läufer stattdessen von dieser Schattenkugel getroffen und dadurch betäubt wird. Schafft ihr diese Mechaniken nicht, passiert Folgendes. Bei der nächsten Phase, sobald also der Läufer den 4. Lebensbalken erreicht, kommt diese Wipe-Phase noch einmal. Diesmal spawnen aber zusätzliche Turmkonstrukte um den Läufer herum, die ihr schleunigst zerstören müsst, denn diese blocken die Schattenkugel, mit der ihr den Läufer treffen wollt. Habt ihr beide Phasen überstanden, könnt ihr volle Kanne Damage auf beide Bosse raushauen. Sorgt nur dafür, dass beide Bosse so gut wie möglich gleichzeitig sterben. Ansonsten betritt der letzte überlebende Boss den Enrage-Modus, also in den wütenden Zustand. Und er wird sichtlich und deutlich schwerer sein zu töten, da er mehr rumhampelt. Kommen wir aber zu dem zweiten Boss, der ein bisschen spannender ist. Der König der Phantomlegion besitzt eine sehr spannende Mechanik, die ordentliche Koordination und Timing im Team erfordert. Sobald sein Lebensbalken nämlich bei 16 angelangt ist, kommt ein Stagger-Check. Was ist ein Stagger-Check? Der Indikator dafür ist immer hier der gelbe Balken unter dem Boss. Ihr müsst versuchen, mit bestimmten Angriffen oder Skills, die in ihrer Beschreibung hohe Taumelwerte haben, den Schild oder diesen Stagger-Form zu brechen und damit den Boss zu unterbrechen. Schafft ihr dies nicht in einer kurzen Zeit, wipet entweder der Boss euch komplett oder haut richtig viel Schaden raus. Sollte eure Klasse nicht über genügend Taumeln-Skills verfügen, könnt ihr als Alternative auch die Wirbelwind- oder die Lehmgranaten verwenden, die wir euch bei der Vorbereitung empfohlen haben. Die haben nämlich hohe Taumelwerte. Habt ihr aber den Stagger-Check jetzt erfolgreich überstanden, portet sich der König in die Mitte und beschwört 4 Schwerter, wovon eins euch immer verfolgen wird. Berührt ein Spieler ein Schwert, erhalten alle anderen für eine Sekunde einen Debuff. Ist dieser Debuff immer noch aktiv und einer der anderen 3 berührt in dieser Zeit ebenfalls ein Schwert, passiert wiederum Folgendes. Deshalb hier die Taktik, Leute. Sprecht euch vorher in der Gruppe ab, wer in welcher Reihenfolge die Schwerter berühren soll. Denkt dran, erst das Schwert zu treffen, sobald der Debuff wirklich abgelaufen ist. Hier ist gutes Timing gefragt. Auch empfehlenswert ist es, dass das gesamte Team im Uhrzeigersinn läuft, damit ihr nicht euch sozusagen überkreuzt und aus Versehen das Schwert eines anderen mitnehmt. Und das Wichtigste aber nicht zu vergessen. Nachdem der König seine Schwerter beschworen hat, befindet er sich wieder im Stagger-Check. Nachdem jeder Spieler also sein Schwert berührt hat, muss er sofort zum Boss hinlaufen und all seine guten Taumel-Skills oder Granaten raushauen. Schafft ihr es in dieser Zeit nicht schnell genug, den König zum Taumeln zu bringen, gibt es auch hier wieder einen kompletten Wipe für eure Gruppe. Nach dieser Phase könnt ihr den Boss sofort niederbursten. Sofern ihr großen Schaden im Team besitzt, könnt ihr sogar die zweite Phase überspringen. Ansonsten besteht wiederum die Chance, dass die Schwerterphase gegen Ende des Kampfes erneut eintretet und hier müsst ihr einfach die oben genannte Strategie nochmal wiederholen. Habt ihr das alles geschafft? Ist der Boss auch schon besiegt und ihr könnt eure schönen Belohnungen im Abgrund-Dungeon einsacken. Und das war's auch schon mit diesem Abyss-Dungeon. Falls ihr eine Übersicht zu den Abgrund-Dungeons in schriftlicher Form sucht, empfehlen wir euch die Seite For Fansite. Und zusätzlich findet ihr alles rund um Lost Ark auf dieser Seite. Also schaut vorbei.
Und wie gesagt, falls ihr doch Hilfe braucht und einfach mal mit anderen Spielern diese Bosse kloppen wollt, schaut einfach bei uns auf Twitch vorbei. Unsere Community empfängt euch mit offenen Armen und wir helfen natürlich auch aus. Also viel Spaß mit dem Boss und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out, eure Foodbrothers.